Podcast hier. Heute tauschen wir einen Megane 3, die Bremsen hinten. Hier haben wir natürlich nochmal die teuren Bremsscheiben verbaut, inklusive Radlager. Die sind schon vorgefertigt, sprich vorgepresst, müssen wir nichts umpressen. Bremsbeläge selbstverständlich. Und das ist ein 2 Liter DCI Motor. Für diejenigen, die es wissen wollen, ja, legen wir jetzt los. Nehmen das Auto hoch, schrauben die Räder hinten ab und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und dann zunächst. So, hier haben wir jetzt die Bremsanlage ohne elektronische Handbremse. Sprich, wir werden jetzt hier den Bremssattel abbauen. Dazu müssen hier von hinten zwei Schrauben gelöst werden, jeweils oben und unten. Dazu braucht ihr eine Schlüsselweite 13er und jeweils eine 15er Schlüsselmaut, um die Schraube jeweils zu kontern. Machen wir vor. Kann etwas schwierig sich rausdrehen lassen, weil Menge Locktheit mit den Schrauben eingeschraubt werden. Aber auch mit Gefühl darauf achten, dass die Schraube uns hier abreißt. So, wir drehen jetzt hier erstmal alle beiden Schrauben raus und dann können wir den Bremssattel herausnehmen, den abnehmen. Und wir müssen dann als nächstes einmal auf den Bremssattelträger hier abschrauben. Bremssattel einfach zur Seite hängen lassen vorerst. Dort werden wir den Kolben auch zurückdrehen müssen. Hier haben wir unsere Bremsbeläge. Ziemlich festgegammelt. Runterklopfen. Die Schienen hier, diese Metallschienen, wo der Bremsbelag drüber gleitet, auf jeden Fall mit übernehmen, sollten keine mehr vorhanden sein. Davor aber bitte komplett einmal von Korrosion reinigen. Für um den Bremssattelträger abzubauen, müssen wir hier diese zwei großen Schrauben herausdrehen. Dazu braucht ihr einmal Torx 60. Schönes Feingewinde an die Schrauben dran. Gut. Hier haben wir auch den Bremssattelträger auch dort. Darauf achten, dass die Stifte hier schön schmierig sind und auch schön gleiten. Das ist auch A und O. Und haben dann soweit jetzt schon alles zerlegt, bis auf die Bremsscheibe. Dazu werden wir jetzt hier einmal den Radlagerdeckel einmal aufschlagen. Dazu werden wir mit Flachschraubendreher, Meißel oder ähnliches einmal den Deckel da runterklopfen. So. Hier haben wir jetzt auch schon den Deckel ab. Dort ist dann diese Sechskantmutter. Die werden wir jetzt auch noch einmal mit dem Scharfschrauber aufdrehen. Guck mal gerade, welche Nussgröße das ist. Ja, 30er Nuss. Und einmal mit dem Scharfschrauber. Sollte das nicht funktionieren mit dem Scharfschrauber, dann müsst ihr mit Gewalt dran, sprich Knebel, Verlängerung, Rohr gegebenenfalls. Und dann wird die schon nachgeben. Aber wie man sehen kann, funktioniert der Radschrauber auch wunderbar. Gut. Dann können wir jetzt hier langsam das Radlager mit der Bremsscheibe runterziehen. Et voilà. Bremsen sind zerlegt. Hier auch einmal schön drauf achten, ob da eine Unterlegscheibe drauf ist. Ansonsten hier einmal schön auch die Achse bzw. den Bolzen hier einmal sauber machen, schön fetten. Und dann können wir schon gleich alles wieder zusammenbauen. Hier auch mal ein bisschen sauber machen, denn dort sitzt auch der ABS-Sensor. Nicht, dass er durch magnetische Partikel eine Federlampe anwirft.
auch darauf achten, dass nicht so viel Dreck drumherum ist. Ja. Ja. So, zum Zurückdrehen des Kolbens, wenn die auf jeden Fall so ein Werkzeugset brauchen. Dort gibt es verschiedene Adapter für jeweils welchen Bremskolben ihr verbaut habt. Das Werkzeug haben wir erst schon zusammengesetzt, auch schon hier befestigt, um einfach Zeit zu sparen. Was ich noch empfehlen kann, ist einmal hier mit WD-40 den Kolben einmal schön einschmieren, denn wenn man hier den Kolben zurückdreht, kann es passieren, dass die Manschette sich mitdreht und die verkantet sich dann und beziehungsweise ja, die wirft dann eklige Falten, was sie nicht soll, und so rutscht der Kolben dann in die Manschette hinein. Das muss auch alles hier im Uhrzeigersinn dann komplett hineingedreht werden. Auch ein kleiner Tipp, sollte man sowas zurückdrehen, am besten das Fahrzeug ablassen, gegebenenfalls noch den Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren. Sollte zu viel drin sein, einmal mit der Spritze absaugen, damit die ganze Plörre dann halt da nicht herausläuft. So kann man auch überprüfen, ob der Bremssattel fest ist oder nicht. In dem Fall geht der Kolben ganz leicht hinein. Somit sollte das eigentlich ein Anzeichen sein, dass der Kolben nicht festgegammelt ist. Einmal auch beim im zerlegten Zustand hier auch auf die Manschette achten, ob sie gerissen ist oder ähnliches. Denn die sollte man dann schnellstmöglich tauschen, dass dann der Bremskolben doch nicht festgammelt. So, das haben wir jetzt alles einmal mit der Messingbürste abgekratzt. Wir können jetzt hier vor dem Zusammenbau, bevor wir jetzt die Bremsscheibe draufsetzen, hier einmal schön mit Bremsschutzpaste arbeiten. Schön hier alles einschmieren, dass das Radlager hier auch schön drüber rutscht. Auch nichts festgammelt. Beim Zusammenbau, vor dem Zusammenbau auf jeden Fall hier den Deckel entfernen, sonst gibt es Probleme. Und beim Draufsetzen bitte mit beiden Daumen auf, mit beiden Daumen hier aufs Radlager auflegen und dann drauf schieben. Gut, das müsste soweit gewesen sein. Warum man das macht, ist aber einfach im Grunde, das Radlager könnte sich zerlegen beim Draufsetzen. Und deswegen sollte man hier auf jeden Fall mit beiden Fingern gegen das Radlager drücken. Können wir jetzt auch schon unsere neue Mutter hier anbringen und dann auch direkt schon mit Schadschrauber beidrehen und mit dem Hersteller vorliegenden Drehmoment dann festziehen. Schrauber haben wir jetzt soweit beigedreht. Wir ziehen jetzt hier das Radlager, wie auch erwähnt, mit vorgegebenem Drehmoment fest. Gut, wenn das soweit festgeschraubt ist und festgezogen ist, können wir uns den neuen Deckel schnappen. Mit Gefühl draufklopfen. Und mit Gefühl jetzt versuchen, hier halt, hast du Gummihammer? Hast du Gummihammer? Hast du Kunststoffhammer? Was ist das? Hast du einen neuen Kasten und hast du keinen Gummihammer drin? Ey, Marsch ist geil, ich guck dir alles her! Ja? Da beschwerst du dich an der falschen Stelle. Ich hab noch gar keinen bekommen. So, dazu holen wir ein bisschen. Mach das mit dem Kopf. ein Holzklotz, dass das hier schön auf komplette Fläche wirkt, die Hammerschläge. Wird das schon funktionieren? Ja. Passt soweit doch. Schön. Und gut, sind soweit dann schon mal fertig. Können jetzt dann mit
Die Bremssattelträger nochmal am Ring und die Bremsscheibe dann festziehen. Beziehungsweise den Bremssattel festziehen. So, wie gesagt, einmal hier den Bremssattelträger ordentlich hier von Rost befreien. Dazu mit einer Stahlbürste rangehen. Ja, die sieht aus wie aus 1940er Zeiten. Die wird nicht abgenommen, die wird nicht weggeworfen, bis hier kein Draht mehr vorhanden ist. Ne? Erst wenn der Holzstiel selber vorhanden ist, dann kommt er in den Kaminofen. Genau. Genau. Optimale Ausnutzung. Ja. Sollten so Rostanbackungen vorhanden sein, die ihr mit der Stahlbürste nicht losbekommt, dann müsst ihr auf jeden Fall mit einer Feile rangehen. Vorsichtig dann abfeilen. Kann man auch mit einem Flachschraubendreher machen, aber ich denke, die Feile ist eher das richtigere Werkzeug. Und dasselbe gilt hier auch für diese Schienen. Auch bitte einmal ordentlich von Dreck befreien. Du hast da auch so ein Fetisch mit dem Schraubenzieher, ne? Du willst mit dem Lüsterli willst du auch, keine Ahnung, Radlager abkloppen, wenn es gehen wird. Mit dem kleinsten und spitzen Schraubenzieher und dann mit dem Hammer voll drauf gepfeffert. Gleitschienen hier einmal einfetten. So. Kolben, die Bolzen. Schon die Bolzen sind gleichgängig, die muss man nicht fetten. Was man noch fetten könnte oder einschmieren könnte, ist hier halt das Gewinde von der Schraube. Dass es nicht so schwer hat, reinzudrehen oder rauszudrehen. Gut. Jetzt können wir hier den Träger nochmal anbringen. Jetzt einmal von Hand andrehen, beziehungsweise drehen wir jetzt noch einen Starkschrauber bei und wir werden die dann ebenfalls mit vorgegebenem Herstellerdrehmoment festziehen. So, wenn das soweit alles festgezogen ist, können wir hier die neuen Bremsbeläge auspacken. Können die dann jetzt jeweils hier einfach hineinsetzen. Darauf achten, dass sie gleichgängig sind. So sollte es sein. Wie man vorhin gesehen hat im Video, wo wir die ausgebaut haben. Ne? Irgendwie konnte man die nur mit dem Hammer runterschlagen, was ein bisschen Rost ausmacht. Und dann ist jetzt darauf zu achten, dass wir hier diese Spannfedern mittig zentrieren, weil die setzen sich hier in den Bremssattel und drücken dann halt den Bremsbelag nach innen. Ich schaffe mal die Bühne erstmal runter und dann schrauben wir die so weit fest. So, jetzt müssen wir hier einmal den Bremssattel etwas andrücken, dass wir die neuen Schrauben da hineinbekommen. Die Schrauben sollten auch am besten immer ersetzt werden. So. Das ist dasselbe Spiel, nur umgekehrte Reihenfolge. Einmal kontern. Du bist halt ziemlich nervös. Ne? Und Schluss machen. Ich darf noch nichts machen, tut mir leid. Ich zeige euch noch am Computer gerade die Drehmomente. Das haben wir uns auch immer angewöhnt. Hier sieht man jetzt die Hinterachsaufhängung, da sieht man die Mutter. Ne? 220 Newtonmeter. Anzugsdrehmoment und gehen jetzt hier noch auf Scheibenbremsen hinten.
Die bekommen jetzt 35 Newtonmeter Bremssattel, 80 Newtonmeter Bremssatteldreher Schrauben. Ja. Gut. Ja, ist auch geil, dass da nicht angegeben ist mit dem. Ja, leider ist hier auf der Explosionszeichnung von der Bremse selber halt die Mutter von der Bremsscheibe nicht angegeben. Man muss mal extra rüber switchen und die Grunddaten auf der anderen Seite raussuchen. So, wenn jetzt alles mit dem vorwiegenden Drehmoment festgezogen ist, können wir jetzt den Reifen nochmal anbringen. Vor dem Fahren bitte erstmal noch 2-3 Mal Bremsanlage durchtreten, dass der Kolben an die Bremsscheibe fährt und wäre dann soweit schon mal durch. So, jetzt haben wir erfolgreich an einem Megane 3 die Bremsen hinten gewechselt. Sollten noch Fragen vorhanden sein, könnt ihr uns gerne einen Videokommentar hinterlassen. Folgt uns auf Instagram und Facebook. Als Unterstützung könnt ihr uns ja gerne ein Abo dalassen und ich sage, wir sehen uns ein nächstes Mal. Samo, ja, oh,